Diesmal war das ein gutes Animus-Rätsel. Nicht so schwer, nicht so kompliziert, fand ich jetzt auch. Naja. Oh, das sieht schon wieder so düster aus. Ich finde ja irgendwo ein heimlicher Fluch hier. Verfluchter Ort. Verfluchtes Biest. So sei es. Oh, 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 oh. Stärke 160. Alter. Willst du mich knicken, ficken oder was? Hilfe, Hilfe. Du Flässebau der Beste. Ja, ja. Die hat 160. Du bist nicht ganz schön, der Bulli hier. 160, so das ging. Okay, von oben bleibt mit Pfeilen, aber so viele Pfeile haben wir nicht. Maus. Können wir nicht, ne? Na, ist ja logisch. Du findest die Bude Bestie. Denn nicht. Nee, ist 160 dann. Brauchen wir gar nicht anfangen. Nee, nee, nee. Können wir dann mal anschießen? Anschießen schon, aber bringt uns nichts. Das ist doch wieder so ein legendäres Tier, ne? Ja, nee, wir sind außerhalb vom... Da können wir, glaube ich, hinklettern, wo wir wollen. Wäre ja auch so schön... Wäre ja auch so schön, um wahr zu sein, ne? Wenn wir hätten hier... von hier oben schießen können. Tollwütige Bestie. Nee, nee, kriegen wir nicht, kriegen wir nicht. Schade. Oh. Von hier? Nee. Blödes Biest. Alter, Alter. Ja, boah, sagt er. Was ist das für eine Nebenquest? Okay, wir haben ein legendäres Tier gefunden, aber bringt uns nicht weiter, weil wir kriegen das nicht getötet. Der hat 160. Ja, ist klar. Wenn man wenigstens von da oben schießen könnte. Schwarze Skuka, Stärke 160. Hallo? Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen... Tobt der gerade im Baum her, oder was? Scheint's ja, ne? Nee, nee, dazu haben wir zu wenig. Von hier aus? Warte mal. Warte mal, wie der da raufspringt, hochspringt, ne? Nee, geht immer noch nicht. Okay. Nee, nee, die werden ja schon so gemacht, dass er innerhalb von diesen Dings muss, sein muss. Okay. Können ja einmal einen mitgeben, ne? Wobei ich sag, das wird nicht funktionieren. Wir sind... Guck mal da. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut, ja. Ich fühle mich auch gut. Schön. Na komm, komm, komm.
Frage. Alter, kein Leben? Ja, nee. So, wo setzt uns hin? Aufgeregte Gegner. Deine Gegner sind wachsamer. Ja, okay. Ja, da müssen wir irgendwann mal später zurück. Gut, wir wollten ja eigentlich jetzt auch zu einer Nebenquest, ne? Gucken. Die war hier oben. Dass wir langsam so zu dem Berserker kommen, der hier ist. Genau. Ist richtig. Dann holen wir mal wieder unser Pferd. Wir haben nur Leben. Warum haben wir nur Leben? Aufsitzen. Ach, ist er wieder. Komm, aussitze. Komm mit. Ich bleib halt nicht stehen, ich soll doch irgendwie rumlaufen. Okay. Na gut, wir haben ein legendäres Tier gefunden mit 160, was wir nicht erledigen können mit 53, 54. Schön darüber geredet zu haben. Umgeritten? Ist das hier irgendwo oder? Hast du noch verkraftet? So, da müssen wir hin. Kommst du runter? Echt nicht? Nein, das ist nicht. So. Die Burg da hinten haben wir auch noch nicht erkundet. Ich wundere, wenn ich ein bisschen zickzack reite, ich bin ein bisschen hier. Vorräte. Aber hatten wir nicht zwei Lebenspunkte? Zwei Leben? Energie? Aber ich will nicht so zu sein. Na gut. Nee, du musst dich da rein. Zu, genau. Eisen jetzt. Ja. Na, nicht hier runter. Zum Glück springt das Pferd nicht freiwillig mal runter. Ne? Doch, wir sind schon so oft abgestürzt. Mit unseren Horst Hitzel, auch Hotte Hü genannt. Ne? Bitte, ohne den Blutmet werden wir sterben. Oh, sie ist schon da. Serien, ha? Dein Zelda wird unseren Hof und meine Familie retten. Ja, unser Zauber, genau. Ich da was auf dem Tisch? Lesen? Liste wirksamer Zauber. Zauber des Erntesegens. Seherin, bitte! Mischer ohne den Blutmet werden wir sterben! Ein Mistzweig, roten Lehm und ein Pferdeherz. Spricht die Namen der Isir aus, der Wulf. Entschuldigung, während du das Getreide segnest. Dein Zelda wird unseren Hof und meine Familie retten! Zauber des Kriegsfiebers. Mische in einem Widerschill, Pferdeblumen, Tollkirsch oder Freyas Mohn, trinke daraus Dinge, die Berserker sagen und trage den Bärenpelz.
Okay. So, na dann. Was ist los, gute Frau? Warum antwortet die Seherin dir nicht? Erzähl, kann ich schon abdrehen? Ich weiß es nicht, aber ohne ihre Tränke ist meine Familie verloren. Jetzt soll er mal in der Siedlung in die Quest. Quest mal kurz rausnehmen. Für uns dann angezeigt, was wir machen müssen, ne? Oder? Was ist da? Blut? Eine Blutspur, die vom Haus wegführt. Hier stimmt etwas nicht. Nein, hier stimmt irgendetwas ganz und gar nicht. Gut, da geht's weiter. Ja, hör auf zu flennen, Mensch. Reicht jetzt auch wieder. Halt die Gosch. Schmetterlinge. Jemand hat viel Blut verloren. Schmetterling? Da hinten? Dann müssen wir wiederbeleben, oder was? Ich ertrage den Schmerz mit Würde, Freya. Aber bitte, gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Abgewilligen. Ich muss dir danken. Das war sehr freundlich. Oh, bitte, bitte. Schön aussehen. Deine Wunden sind tief. Solltest du nicht im Bett ruhen? Ich trage dich nach Hause. Es ist keine Wunde. Doch das Blut ist meins. Ich habe Freyas Segenstrank gebraut. Für Wachstum auf den Feldern. Ah, okay. Blutmet. Gut, du kennst es also. Aus meinem Schmerz entsteht Leben. Oh. Oh, oh. Bitte, hilf mir zu der Lichtung. Das Feld braucht den Blutmet. Da ist eine Bäuerin an deinem Haus, die ihn auch braucht. Sie erwartet sehnlichst deine Rückkehr. Oh nein, aber meine Felder. Wenn ich scheitere, ist die Ernte dahin. Bitte, bring mich zum nächsten Blutstein. Oh, Blutstein, ja. Zum nächsten? Mit den Zeichen auf sich? Der Schmerz ist schlimm. Doch, ja. Ich muss das Ritual beenden. Gibt's hier noch was zum Ansammeln? Nur die alte Frau, die Seherin tragen, das faule Stück. Okay. Ich könnte sie zum nächsten Blutstein bringen, um das Ritual zu beenden. Oder? Oder ich könnte sie zum Haus zurückbringen, wo die Bäuerin wartet. Ja, komm, wir gehen. Wir bringen sie zur Bäuerin. Falls sie uns lässt, nicht halt gleich umherschreit. Nein, nein, bring mich nicht dahin. Wer weiß, wer weiß. Bitte, ohne den Blutmet werden wir sterben. Die Seherin, ist sie wohl auf? Ja. Sie ist wohl auf. Mein Blut und mein Schmerz sind der Wille von Freya und Frey. Sprich nun, was brauchst du von mir? Seherin, die Felder verdorren und die Familie hungert. Bald ist Erntezeit und unsere Felder liegen brach. Ich weiß, dass dein Land leidet, Radha. Nimm den Rest meines Blutmets und gieße deinen Boden. In wenigen Tagen wird alles gut sein. Danke, gesegnete Seherin. Ich eile zu meinen Feldern. Danke. Ich lade euch ein, von den Erträgen unserer Felder zu kosten. Kommt in ein paar Tagen auf meinen Hof. Okay. Blutmittel soll helfen, ja? Dann sollten wir vielleicht auch mal für meinen Garten Blutmittel fertig machen. Okay, die verstehen wir jetzt nicht mehr. Warum? Okay, okay. Haben wir abgeschlossen? Das haben wir abgeschlossen. Karte. Da sind wir. Dann können wir. Was ist das hier? Die ist enger und stärker. Da gibt es aber keine Raubzug, ne?